In Berlin-Wedding wurde vor wenigen Minuten die Ehefrau von Hartz-IV-Empfänger Christian Krüger ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der 30-jährigen Tamara, die im 7. Monat schwanger ist, haben vorzeitig die Wehen eingesetzt. Die werdenden Eltern sind in großer Sorge. So, der Arzt, der kommt gleich noch mal vorbei und wird gucken, was Sache ist. Der Arzt, okay. Das ist schön. Und Sie versuchen in der Zwischenzeit, sich am besten so gut wie möglich zu entspannen. Okay, versprochen? Ja, wir entspannen uns. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Ich bin extrem nervös und mache mir total Sorgen um das kleine Bäumchen. Ach, der wollte doch nur ein bisschen üben, oder? Ja, genau. Ich bin dann hier um die Ecke und Sie sagen Bescheid, wenn Sie mich brauchen. Ja, wir rufen Sie dann. Die können das. Beruhig dich doch. Ist schon genug, dass ich aufgeregt bin. Okay. Aber mir geht's ja auch ein bisschen besser mittlerweile. Willst du nicht doch lieber zu deinem Bewerbungsgespräch? Auf keinen Fall. Also ich bleib hier bei euch beiden. Ja, aber letztes Mal, als du krank warst und nicht hin bist, da gab's doch auch schon Ärger und die wollten dir die Leistung kürzen. Ich gehe nachher zu meiner Sachbearbeiterin und erkläre ihr alles. Ja, super. Genau die Frau, wo du immer sagst, die kann ich nicht leiden und dich auf den Kicker hat. Die ist auch nur ein Mensch. Die wird das verstehen. Ja. Der Arzt ist da. Familie Krüger. Ja, gut. Mal schauen, was der Wehenschreiber sagt. Ich habe das Gefühl, es ist schon besser geworden. Ja, ist besser. Ich bin ja auch heute zum ersten Mal schwanger und kann das immer gar nicht so richtig deuten alles. Ja, das ist ganz normal, wenn man zum ersten Mal schwanger ist. Ich habe gute Neuigkeiten, sieht gut aus, die Wehen sind abgeklungen. Wirklich? Ja. Oh, schön. Genauso habe ich mir das gewünscht. Toll. Gott sei Dank. Da hat mir der Kleine aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ist ja noch mal alles gut gegangen. Hoffentlich läuft es bei Christian genauso gut. Durch den ärztlichen Zwischenfall am Morgen hat Tamaras Ehemann Christian ein wichtiges Bewerbungsgespräch verpasst. Unglücklicherweise muss der Hartz-IV-Empfänger noch am selben Tag einen Termin im Jobcenter der Arbeitsagentur wahrnehmen. Herr Krüger, nehmen Sie doch bitte Platz. Moin, moin, Frau Polster. Wie ich höre, sind Sie heute Morgen wieder nicht zum Bewerbungsgespräch erschienen? Das kann ich erklären. Und zwar ist meine Frau im 7. Monat schwanger. Und ich habe sie ins Krankenhaus gebracht. Lassen Sie mich raten, vorzeitige Wehen? Woher wissen Sie das? Ich mache meinen Job nicht seit gestern. Die Ausrede habe ich schon 100-mal gehört. Das ist keine Ausrede. Sie können gerne im Krankenhaus anrufen. Ich habe auch noch anderes zu tun, als Ihnen hinterher zu telefonieren. Wir haben für diese Fälle Maßnahmen und die heißen Sanktionen. Aber ich hatte einen triftigen Grund. Sie sind wiederholt nicht erschienen. Ich werde Ihre Leistung jetzt um 30% kürzen. Aber das kriegen Sie noch schriftlich. Aber Sie können mir doch nicht 30% abziehen. Ich bekomme doch nur 345 Euro im Monat. Das kann ich sehr wohl. Und ich habe Sie bereits letztes Mal darauf hingewiesen, dass, wenn dieser Fall eintritt, ich die Sanktionen einleiten werde. Ja, aber das letzte Mal war völlig was anderes. Da bin ich krank gewesen. Wir sind hier im Jobcenter. Hier gibt es Regeln. An die hat man sich zu halten. Ich hätte Sie schon zum zweiten Mal sanktionieren können. Ich hätte Ihnen schon 60% kürzen können. Also ich finde, das ist mir wirklich höher. Also wirklich. Das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Sie kämpfen ja auf verlorenem Posten. Wiedersehen. Ja, tschüss. Also die Frau Polster ist ein echter Drache. Also kürzt sie mir das Geld. Ich weiß gar nicht, wie ich es der Tamara erklären soll. Ich meine, die hatte gerade erst so eine Frühwehe. Nicht, dass sie noch so einen Wehenschub bekommt. Oh mein Gott. Nach dem Besuch im Jobcenter traut Christian sich nicht sofort nach Hause. Bevor er Tamara die schlechte Nachricht überbringt, will er sich in seiner Stammkneipe Mut antrinken. Moin, Olli. Sag mal, machst du mir ein Bier? Doch, ja. Auf den Deckel? Na, okay, weil du bist. Hast du noch Platz? Super, toll. Ey, Chris, altes Haus. Auch mal wieder hier? Hey, Kalle, grüß dich. Ja? Mann, los, warum verziehst du das Gesicht? Ah. Alles in Ordnung bei dir und Kamera? Ich hab Stress. Ach Mann, Stress mit dem Jobcenter. Die haben mich sanktioniert. Die haben mir 30% meiner Leistung gekürzt. Oh je. Das sind 103,50 Euro. Das ist ja dein Bier, ja? Danke dir. 103 Euro, davon kaufe ich 2 Wochen lang Lebensmittel. Ich weiß nicht, wie ich das Tamara erklären soll. Die wird doch im Dreieck springen. Ich meine, sie soll sich gerade schonen wegen dem Baby und so. Boah, ich hab keine Ahnung. Was ist denn genau passiert? Das erzähl ich dir. Ach Mensch, Christian. Ich such dich überall. Grüß dich. Hey. Na, wie geht's dir? Setz dich. Komm, ruh dich aus. Du darfst doch gar nicht so viel laufen. Finde ich nicht gut, dass du hier schon wieder hockst. Du hast versprochen, dass du das in Zukunft lässt. Ist doch nicht so schlimm. Ein Bier. Also komm, sei nicht sauer. Nee. Wir hatten abgesprochen, dass wir jeden Cent fürs Baby sparen. Ach ja.
Und du versäufst das Geld lieber. Ach, übertreib doch nicht. Komm, das kriegen wir alles hin, du. Außerdem hatte ich wirklich harten Tag. Es war so frustrierend. Ich war im Jobcenter, es gab nur Ärger. Und ich hatte wirklich, ich hatte auch Angst, nach Hause zu kommen. Das ist doch Quatsch. Die haben Stress gemacht, oder wie? Oh ja, die haben meine Leistung um 30% gekürzt. Mir ist auch schon passiert beim Amt, mich ungerecht behandelt zu fühlen. Aber ich bin dagegen vorgegangen mit dem Anwalt. Anwalt? Ist doch so teuer. Nein, gar nicht. Du gehst zum Gericht, lässt deinen Beratungshilfeschein aufstellen und damit gehst du dann halt zum Gericht zu deiner Wahl. Und der kostet dich dann vielleicht einen guten Zehner. Vielleicht aber auch nicht. Und dann kann man gegen die Kürzung vorgehen? Ja, klar. Du musst dir von den Anwalt dann halt beraten lassen halt, ne? Ja, klingt vernünftig. Also, wir haben ja nichts zu verlieren. Vielleicht probieren wir das. Ja, klingt ganz gut. Ich könnte Christian förmlich den Hals umdrehen. Im Grunde ist er der liebste Mann von der Welt. Und ich will ja auch gar keinen anderen. Aber was Termine und Geldsachen angeht, ist er oft so verpeilt. Aber wenn Kalle ja recht hat, dann lässt sich ja vielleicht doch noch was mit den Sozialleistungen machen. Wir brauchen das Geld ja so dringend. Seiner bald dreiköpfigen Familie zuliebe will Christian sofort gegen die Kürzung seiner Sozialleistungen vorgehen. Und so platzt er gleich am nächsten Tag aufgeregt und unangemeldet in die Kanzlei von Rechtsanwalt Niklas Dittberner, der ihm von seinem Freund Kalle empfohlen wurde. Herr Dittberner, Krüger mein Name. Schön, dass Sie mich empfangen. Ich habe Riesenprobleme. Und zwar bin ich Maler und Lackierer und kann in meinem Beruf nicht mehr arbeiten. Ja. Ich habe eine chronische Bronchitis. Und diese ganze Farbe schlägt mir immer auf die Atemwege. Ja. Ich bin nicht mehr zu vermitteln fürs Arbeitsamt. Meine Frau ist schwanger. Und die habe ich gestern mit Frühwehen ins Krankenhaus gebracht. Und gleichzeitig hatte ich einen Bewerbungstermin. Und diesen konnte ich nicht wahrnehmen. Und jetzt will meine Sachbearbeiterin mich sanktionieren. Und ich finde das eine Frechheit. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Am besten setzen Sie sich erstmal. Also, gut, habe ich verstanden. Sie sind sanktioniert worden. Ja. Ja, gut, eigentlich eine ganz klare Sache. Wenn Sie beim Krankenhaus waren, gehen Sie hin und holen sich eine Bescheinigung. Wo drin steht, dass Sie da waren, wann Sie da waren, warum Sie da waren. Okay. Dann müssen Sie die Sache eigentlich regeln. Ja, und was mache ich dann damit? Naja, Sie gehen mit der Bescheinigung zu Ihrem Sachbearbeiter oder zu Ihrer Sachbearbeiterin, legen den vor und dann wird die Sanktion wieder zurücknehmen, weil sie sieht, dass sie einen kräftigen Grund hatten. Die Sachbearbeiterin, Frau Polzer, ich komme mit der überhaupt nicht klar. Das ist voll der Drache. Die hasst mich. Die legt mir nur Steine in den Weg. Das geht nicht. Na gut, wenn Sie mit der nicht klarkommen, dann bleibt Ihnen eigentlich nur der Rechtsweg offen. Das heißt, Sie müssen abwarten, bis Sie den Bescheid bekommen, dagegen Widerspruch einlegen, binnen eines Monats und danach dann klagen, binnen eines Monats. Also ich finde die Kürzung von 30% der Sozialleistungen ganz schön happig, wenn man überlegt, dass ein Sozialhilfeempfänger gerade mal 382 Euro im Monat zur freien Verfügung hat. Und Herr Krüger, weil er ja verheiratet ist, gerade mal 345 Euro hat, ist natürlich das Einbehalten von über 100 Euro ein ganz schöner Betrag für den Betreffenden. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass ich ihm hierbei helfen kann. Mir fällt ja gerade ein, Sie kriegen ja noch Geld von mir. Ja. Ich habe gehört, 10 Euro. Ich weiß nicht, ob das ganz 10 Euro sind. Herr Krüger, passen Sie auf. Behalten Sie die 10 Euro, das ist schon in Ordnung. Den Beratungshilfeschein haben Sie mit dabei, oder? Das habe ich vergessen zu beantragen. Okay. Was mache ich denn damit mit diesem Schein? Nein, ich würde sagen, dann machen wir das von hier aus. Ich beantrage den von hier aus. Ja, was Sie damit machen, also letzten Endes, das ist eine Bescheinigung, die wird vom Amtsgericht ausgestellt. Und mit der können Sie dann, kann ich dann Ihre Beratung abrechnen und ich könnte Sie auch im Außenverhältnis vertreten. Ja. Das wäre kein Problem, ja. Also ich habe da morgen einen Termin mit meiner Sachbearbeiterin. Aber wie ich Ihnen gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich mit der Frau reden kann. Ich könnte dafür, ich komme da alleine nicht mit klar. Hm. Dann machen wir es doch so. Ich komme da morgen zum Termin mit. Sie besorgen in der Zwischenzeit den Beratungshilfeschein. In Ordnung, ja? Okay. Ich komme morgen zum Termin mit. Und dann sehen wir uns morgen. Wann ist das? 11 Uhr, Jobcenter Mitte. 11 Uhr, Jobcenter Mitte. Ich warte vorne am Eingangstor. Ich freue mich. Gut, dann sehen wir uns morgen. Dankeschön. Alles klar, bis dann. Super. Ja? Tschüss. Was bin ich froh, dass ich da morgen nicht alleine hingehen muss. Der Tipp von Kalle war 1A. Und dieser Drache von Frau Polster. Mal gucken, wie die auf meinen Anwalt reagiert. Am nächsten Morgen ist es soweit. In einer halben Stunde ist Christian mit seinem Anwalt vor dem Jobcenter verabredet. Der gelernte Lackierer ist spät dran und muss sich noch schnell ein Busticket ziehen. Entschuldigung, sag mal, hast du vielleicht einen Euro? Hey, sorry, ich habe keine Zeit. Oh, ich habe einen Termin. Und ich weiß gar nicht, ob ich selbst mein Ticket bezahlen kann. Kein bisschen Mitgefühl und jeder denkt nur an sich. Und keiner kann sich vorstellen, okay, auf der Straße zu sitzen und Hunger zu haben. Ich hatte hier doch was. Dann hast du Glück. Ah, du hast doch ein gutes Herz. Ja, pass auf dich auf.
Oh, da kommt der Bus. Ach du liebe Güte, ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Verdammt! Verdammt, der Euro fehlt! Wo ist dieser Typ hin? Mist! Mist, der Bus! Vor dem Jobcenter wartet Rechtsanwalt Niklas Dittberner vergeblich auf seinen Mandanten. Damit der Hartz-IV-Empfänger nicht noch mehr Probleme bekommt, beschließt der Jurist, den Termin bei Sachbearbeiterin Regine Polster alleine wahrzunehmen. Verzeihen Sie die Störung. Darf ich mich eben setzen? Sicher. Worum geht's denn? Vielen Dank. Es geht um den Herrn Krüger, Ihren Kunden und auch meinen Kunden, den Sie jetzt neulich gekürzt haben mit 30%. Und ich bin der Meinung, dieser Bescheid ist rechtswidrig. Ich bin also der Anwalt von dem Herrn Krüger, deswegen bin ich auch hier. Und deswegen würde ich Sie bitten, den jetzt aufzuheben. Nicht jetzt sofort, aber ich würde Sie einfach bitten, den aufzuheben. Also ich habe hier wirklich kein Geld zu verstecken. Und im Übrigen sind Sie, glaube ich, über Ihren Mandanten, Herrn Krüger, nicht ganz auf dem Laufenden. Inwiefern? Der Herr Krüger hat in den 3 Jahren, in denen ich ihn betreue, mehrfach die Termine versäumt. Und jetzt hat er zum zweiten Mal einen Bewerbungstermin nicht wahrgenommen. Ich bin eigentlich vorbeigekommen, weil ich Ihnen dieses Schreiben hier vorbeibringen wollte, aus dem sich ganz klar ergibt, dass mein Mandant an dem Tag der Kürzung, also vorgestern, seine Ehefrau, die schwanger ist, ins Krankenhaus bringen musste. Das heißt, das ist ein wichtiger Grund, Frau Polster, das wissen Sie auch. Und damit ist dieser Sanktionsbescheid aufzuheben. Na, das mag ja sein, aber aus Gründen der Höflichkeit hätte er den Termin wenigstens mal absagen können. Richtig, stimmt. Aber wir beide wissen ja, dass Gründe der Höflichkeit jedenfalls keinen Sanktionsbescheid rechtfertigen. Ich habe dazu überhaupt nichts mehr zu sagen. Gut. Ja, wie dem auch sei, also, weil Sie Ihre Vorschriften haben, werden Sie den Bescheid ja sicherlich aufheben. Ansonsten werden wir natürlich jetzt Widerspruch einlegen müssen, das ist klar. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Gut, also trotz alledem, schönen Tag. Tschüss. Ich weiß natürlich auch, dass sich Jobcenter-Mitarbeiter eine Menge Quatsch anhören müssen. Das ist wirklich ein harter Job, den die hier auszuführen haben, ist gar keine Frage. Und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann müssen diese Mitarbeiter, sie müssen auch sanktionieren. Das liegt nicht in ihrem Ermessen. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch nicht einsehen, dass so ein Schreiben vom Krankenhaus nichts an der Sachlage ändern soll. Denn das war ein ganz klarer, wichtiger Grund, zu dem Bewerbungsgespräch nicht zu erscheinen. Und insofern ist dieser Bescheid schlicht und ergreifend rechtswidrig aufzuheben. Aber es ärgert mich auch, dass Herr Krüger zu diesem Termin heute hier nicht erschienen ist. Und ich werde jetzt gleich mal rausfinden, woran es lag. Nach dem Gespräch im Jobcenter macht sich Niklas Dittberner auf die Suche nach seinem Mandanten. Da Christian bis jetzt noch nicht wieder zu Hause aufgetaucht ist, hat der Jurist von dessen Ehefrau Tamara den Tipp bekommen, der Stammkneipe des 35-Jährigen einen Besuch abzustatten. Hallo. Oh. Hallo. Oh. Mensch, Herr Krüger. Sie. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass Sie hier heute schön im Bierhaus Tempelhof beim Bier sitzen, anstatt mit mir zusammen beim Jobcenter, ich würde es nicht glauben. Also Sie sind bestimmt sauer auf mich. Ich bin sauer. Ich meine, im Grunde genommen wissen Sie, ich verdiene ja daran nichts. Es wäre ganz schön, wenn Sie sich an Ihre eigenen Termine wenigstens halten würden, wenn man das dann irgendwie zusammen mit Ihnen veranstalten möchte. Ich hätte gerne Cola Light, wenn ich durfte. Gerne, gerne. Also Sie werden es nicht glauben. Also es lief echt beschissen. Also, ich wurde beim Schwarzfahren erwischt. Ich hatte mein Perso nicht dabei. Dann kam die Polizei ins Spiel. 40 Euro für die BVG als Schwarzfahrer. Ich hab das Gefühl, die Beamten pissen mir alle ans Bein. Ja, aber sie pissen auch gegen den Wind. Also, ich meine, vielen Dank. Cola für den Herrn. Bitte. Dankeschön, schön, ja, vielen Dank. Sie pissen auch gegen den Wind. Ich meine, Schwarzfahren ist und bleibt eine Straftat. Was war so? Ich wollte zum Bus. Und auf dem Weg dorthin kam ein Obdachloser, der mich angeschnurrt hat wegen 1 Euro. Ich dachte, okay, gib's ihm 1 Euro, gebe ich ihm 1 Euro. Will beim Bus mein Ticket kaufen und merke halt, oh Gott, ich habe nicht mehr genug für ein ganzes Ticket. Ja, dann stand ich da und, das klingt beknackt, ja, aber genau so lief es. Ja, dann hatte ich nur noch die Wahl zwischen Schwarzfahren und pünktlich zu ihrem Termin zu kommen. Ich weiß, es ist wichtig, aber ich hätte sie auch angerufen, aber ich habe kein Handy. Aber ich kann Ihnen sagen, die Frau Polster, bei der haben sie verspielt. Ja, ich habe auch Schiss, dass die nächste Sanktion losrollt. Das wird sie. Absolut sicher. Allein schon deswegen, weil sie heute nicht da waren, klar. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Wir müssen erst mal abwarten. Also der Sanktionsbescheid, der wird Ihnen zugestellt. Haben Sie 1 Monat Zeit, gegen Einspruch oder Widerspruch einzulegen. Lassen Sie sich das durch den Kopf gehen. Ich würde Ihnen dazu raten, weil verlieren können Sie nichts. Dann melde ich mich bei Ihnen.
Ja. Aber vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Vielen Dank. Nee, gerne. Und das ist auch echt ärgerlich jetzt mit dem, also gerade heute Schwarzfahren erwischt werden, das ist natürlich... Ja, das ist vielen Dank für Verständnis. Also. Ja, Dankeschön. Ich glaube Ihnen. Ich muss los. Ich mache das jetzt mal so. Ich zahle für uns beide. Oder... Ja. Tschüss, bis demnächst. Dankeschön. Ciao. Mensch, ich bin völlig aufgeschmissen ohne diesen Rechtsanwalt. Ich weiß nicht, also ich hätte keinen Durchblick. Er gibt mir das Gefühl, ey, wow, ich komme vielleicht wieder auf die Bahn und jetzt muss ich das Ganze nur noch mit Tamara abquatschen und ihr das erstmal alles verklickern, was passiert ist. Nur einen Tag, nachdem Christian seiner Frau den geschwänzten Termin beim Jobcenter gebeichtet hat, kündigt sich Besuch von der Behörde an. Tamara hat einen Antrag auf Reparatur des Wasserboilers gestellt. Nun soll ein Außendienstmitarbeiter überprüfen, ob das wirklich nötig ist. Guten Tag, Herr Krüger. Richter, mein Name. Grüße Sie. Wo brennt's denn? Wir haben ein Problem in der Küche. Okay. Bitte links, links lang gehen. Ja. Schönen guten Tag. Oh, Richter, mein Name. Guten Tag, Herr Richter. Womit kann ich Ihnen dienen? Unser Boiler ist kaputt. Der tropft ohne Ende. Da müssen Sie hier oben mit dem Schraubenschlüssel ansetzen und dann richtig fest und dann klappt es auch. Das haben wir doch schon tausendmal versucht. Sogar abgeklebt. Das ist überhaupt nicht. Aber Sie haben warmes Wasser? Ja, ja. Solange Sie warmes Wasser haben, kann ich Ihnen eine Reparatur nicht bewilligen. Das tut mir leid. Das ist doch kein Zustand. Ich habe auch meine Vorschriften. Tut mir sehr leid. Ja, schauen Sie sich wenigstens mal die rechte Herdplatte an. Nur noch die funktioniert. Linke ist kaputt. Was ist mit dem Ceranfeld? Ja, ist völlige Dekoration. Die Uhr funktioniert vielleicht, aber das war's. Aber Sie können noch kochen. Ja, aber was kann ich da kochen? Grießbrei, Milchreis, davon kann man sich doch nicht ernähren. Okay, ich werde mal sehen, was ich machen kann. Ich muss dann auch weiter, ich habe noch einen anderen Termin, tut mir leid. Schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Bring ich sie an die Tür. Ja. Ich könnte echt ausrasten. Ich kann nicht arbeiten gehen. Ich kriege ja schließlich das Kind. Und Christian hatte schon seit Ewigkeiten keinen richtigen Job mehr, bis auf ein paar 1-Euro-Jobs. So kann man in der Zukunft doch kein Kind großziehen. Finanziell steht den werdenden Eltern das Wasser schon bis zum Hals. Doch es kommt noch schlimmer. Denn bereits wenige Tage später erhält Christian die nächste Kürzung vom Jobcenter. Rechtsanwalt Niklas Dittberner soll seinen Mandanten auch da rausboxen. Na, weißt du, sportlich, sportlich, aber gefährlich, würde ich sagen. Ja? Gefährlich? Wieso? Fahrradhelm oder was? Nee, so ganz mein Ding. Schauen Sie mal, Profil ist runtergefahren. Bremsblock runter, die Bremsen ziehen nicht mehr richtig. Das meine ich mit gefährlich. Die Kette springt ihm wahrscheinlich auch bald raus. Okay. Profi, wa? Naja, ich war mal im Radverein und da kriegt man ein Auge für. Nee, aber das auf einen Blick so sehen, ist schon. Ja. Ist schon krass. Tägliches Werke. Ja. Wolltest du gehen? Ja, gerne, ja? gerne. Was gibt's denn Neues? Warum wollen wir ja, sprechen? Also. Das Jobcenter hat mich wieder sanktioniert. Und zwar diesmal wegen dieser Schwarzfahrgeschichte um 10%. Ehrlich? Ja. Oh Gott, schade, Mensch. Das ist ja wirklich ärgerlich, ja. 10%? Ja. Okay. Was mache ich denn da jetzt? Naja, Sie müssen auf jeden Fall Widerspruch gehen. Das hilft alles nichts. Ja. Das können Sie nicht auf sich sitzen lassen. Ja, muss ich machen, ne? Ja, ich würde erst mal gucken, was die Widerspruchstelle dazu sagt. Und wenn die auch der Meinung sind, dass das alles richtig ist, dann müssen Sie halt klagen. Also, okay. Dann, ne? Nee. Und was Sie auf jeden Fall machen müssen, ehrlich gesagt, bei der Gelegenheit, ey. Sie müssen sich ernsthaft um den Job kümmern. Ich meine, wenn Sie aus dieser Mühle rauskommen wollen, ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Wissen Sie was? Machen Sie doch einen Fahrradladen auf. Bieten Sie an, dass Sie die Dinger nebenbei reparieren. Das können Sie doch, oder nicht? Das wäre so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Man braucht ja mal irgendwas, was einen von der Konkurrenz unterscheidet. Ja. Wenn Sie das echt gut und kostengünstig können. Also, klingt gar nicht so schlecht. Ne? Muss ich mal drüber nachdenken. Also würde ich Ihnen wirklich raten. Machen Sie das mal. Ich hoffe wirklich, ich habe da jetzt kein Strohfeuer bei dem Herrn Krüger entfacht. Ich meine, der war jetzt schon so lange in dieser außerordentlich unglücklichen Situation. Und es ist einfach sehr wichtig, dass er für sich persönlich auch mal ein Erfolgserlebnis hat, eine Perspektive entwickelt. Und dazu könnte diese Selbstständigkeit wirklich dienen. Und ich hoffe einfach nur, er meldet sich bald bei mir. Denn dann könnten wir sicherlich mit Erfolg auch Fördergelder vom Jobcenter beantragen. Schon 2 Tage später hat sich Christian mit der Idee angefreundet, eine Fahrradwerkstatt zu eröffnen. Vollkommen euphorisch plant er mit Kumpel Kalle, sein Business im Hinterhof hochzuziehen. Den nötigen Papierkram, um alles offiziell anzumelden, hat er jedoch noch nicht erledigt. Kalle, ich spür's förmlich, das wird was. Also, danke, dass du hier bist. Schatzi, ich will dich ja nicht ermutigen, aber ein bisschen schrottig sieht das Ganze ja schon aus. Schrottig? Komm, du, das wird eine Fahrradwerkstatt und nicht ein Schönheitssalon. Ja, aber ich hab mal richtig gemütlich hier rumzubasteln. Vielleicht solltet ihr beide mal lieber darauf achten, dass das Ganze auch Kunden anspricht. Warte mal.
Was hast du denn jetzt? Das hier habe ich nämlich gestern gemacht, als du schon geschlafen hast. Tam tararam. Willkommen, Fahrradwerkstatt Krüger, Schatz. Du warst ja schon richtig fleißig, wa? Ja, aber hallo. Ich schwör dir, das wird was. Na gut, dann glaube ich mal einfach dran, dass das was wird. Also dieser Rechtsanwalt, das ist so ein dufter Typ, dass er mich auf diese Idee gebracht hat, eine Fahrradwerkstatt aufzumachen. Boah, ich habe so Bock durchzustarten. Es geht ab. Bereits 3 Wochen später hat sich in der Nachbarschaft herumgesprochen, dass Christian in seiner kleinen Hinterhofwerkstatt Fahrräder für wenig Geld repariert. Dem Langzeitarbeitslosen tut der Erfolg gut. Der 35-Jährige blüht regelrecht auf. Es kann sein, dass ich die komplette Kette austauschen muss. Okay. Das wird ein bisschen ein gröberer Eingriff. Also morgen 11, trink in Ruhe aus und dann... Okay, danke. Ich weiß auch noch nicht, was es kosten wird, aber easy. Okay, Hauptsache es geht wieder. Ja. Jo, was war dein Problem? Ja, mein Ventil. Immer wenn ich mich raussetze, kriege ich einen Platten. Das ist echt unpraktisch. Hi. Ja, hallo. Guten Tag. Ja, servus. Ich habe ganz große Probleme. Die Bremsen gehen irgendwo nicht. Kannst du mir da helfen? Sofort. Das sind ja? Die Bremsblöcke, die sind ja völlig abgefahren. Ja. Das machen wir sofort. Also ja? Das Fahrrad abstellen, einfach kurz was trinken. Gerne. So können Sie nicht weiterfahren, das geht nicht. Das ist lebensgefährlich. Ja. Also, dass das so gut läuft, hätte ich mir nie erträumt. Ich bin jetzt wirklich überzeugt, dass ich meine kleine Familie damit ernähren kann.